Ja, die Stimmung ist okay. Das heißt aber noch nicht, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen. Dafür müssen wir uns zusammen einsetzen. Und deshalb brauchen wir auch euch da draußen, eure Kraft und Stärke. Die zentralen Grundforderungen sind natürlich eine angemessene Lohnerhöhung in diesem Bereich. Für Gehälter, von denen man auch leben kann. Dann hätten wir gern faire Rahmenbedingungen bei geteilten Diensten. Aktuell ist es so, dass es zu den geteilten Diensten keine klaren Richtlinien gibt. Und das ist in unserer Branche zumindest so, dass wir das ändern müssen. Und ganz wichtig ist da, dass diese Umgehungslücken geschlossen werden. Was uns sehr stark fordert, ist alles, was mit Dienstplänen und Dienstplangestaltung zu tun hat. Sicherheit braucht man vor allem daran, wie man sein Privatleben auch irgendwann außerhalb der Arbeitsstätte organisiert. Weil wenn ich nie weiß, wann ich zur Arbeit muss oder wann ich von der Arbeit zurückkomme, dann leidet mein Privatleben auch darunter. Im Sozialbereich bis zu 3000 Studierende, die ein Praktikum machen müssen. Um sich dieses Praktikum leisten zu können, müssen ganz viele am Wochenende kellnern gehen oder einen anderen Job machen. Und das geht für uns nicht, deshalb fordern wir 900 Euro für Praktikantinnen im Sozialbereich. Bildung, Pflege und Betreuung ist in Österreich für alle Menschen wichtig. Wir fordern attraktive Arbeitsplätze und eine angemessene, kräftige Lohnerhöhung. Für Lehrlinge fordern wir 700 Euro Mindestlehrlingsentschädigung im ersten Lehrjahr. Naja, die Beschäftigten im Gesundheit- und Sozialbereich leisten Enormes für die Gesellschaft und das verdienen sie sich auch in irgendeiner Form zurück. Na, vor allem gute Rahmenbedingungen und gute Bezahlung. Weil soziale Arbeit ist einfach Mehrwert.